Ja, auch die Maria trainiert fleißig im Medifit. Warum sind Sie eigentlich im Medifit? Ja, mein Ziel ist, dass ich möglichst lang fit und aktiv bleibe. Dann habe ich noch andere Trainingsziele. Also ich möchte meine Trittsicherheit verbessern und dann die Rückenmuskulatur stärken gegen die Rückenschmerzen. Ja, wie geht es Ihnen denn, seitdem Sie trainieren? Ja, ich habe festgestellt, dass sich die Arm- und Beinkraft verbessert hat und auch die Trittsicherheit ist besser geworden. Und ich habe dann ein paar Monate nach dem Trainingsbeginn ein Aha-Erlebnis gehabt beim Bergwandern. Da ist also ein Schlüsselstück, wo ich immer schon recht, in der letzten Zeit schon recht schwer aufgekommen bin. Und da bin ich auf einmal wieder ganz problemlos aufgekommen und ich habe mich riesig gefreut, weil ich dann gemerkt habe, das Training bringt echt was. Durch den medizinischen Check kriegt man ein ganz persönlich angepasstes Trainingsangebot und da wird man gefordert, aber nicht über- und auch nicht unterfordert. Ich muss sagen, ich bin hochzufrieden mit dem Angebot da und ich hoffe, dass ich noch recht lang herkommen kann. Ja, wir sind jetzt mitten auf der Trainingsfläche. Warum sind Sie eigentlich im Medifit? Ich habe vor 4 Jahren ein Herzproblem gehabt und da hat mir das Krankenhaus in Wels empfohlen, ich soll ins Fitnessstudio gehen, wo es betreut wird, richtig. Und seitdem da viele Alarm in Christkirche, bin ich nach Christkirchen gekommen. Also optimale Sache. Was ist denn das Besondere an Medifit, gerade aus Kundensicht? Ja, weil ich da optimale Betreuung habe und das Personal ist sehr freundlich, also die Trainer super und man kann da wirklich zufrieden sein. Und wie geht es Ihnen jetzt, seit Sie trainieren hier im Medifit? Also sehr gut. Meine Herzleistung ist bedeutend besser geworden. Meine Bandscheibenleiden, die ich gehabt habe, sind fast weg. Also ich bin sehr zufrieden. Kann man sagen, man fühlt sich rundherum wohl? Wohl, so ist es. Kann man nur empfehlen. Also man kann das Medifit nur empfehlen. Bei uns geht es gleich weiter. Zunächst aber interessante Beiträge aus der Region.